Wir haben jetzt verschiedene Sachen und Projekte angestoßen, also unter anderem halt, also als Thema Nummer eins die Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Wir haben jetzt eine eigene Frauenmannschaft, die in der Bundesliga aktiv ist und freuen uns natürlich total drüber, damit wir auch den Mädchen die Möglichkeit generieren, auch einfach Eishockey zu spielen. Ich muss sagen, es war wirklich ein längerer Prozess. Wir haben uns jetzt entschieden, zu den Eisbären Juniors zu wechseln. Wir sind natürlich dem OSC wirklich sehr dankbar für das, was sie für uns alles getan haben. Auch die Erfolge, die wir bisher hatten, haben wir unter dem OSC erreicht. Und ja, jetzt gehen wir neue Wege. Jetzt ist es halt so. Und ja, trotzdem sind wir wirklich sehr dankbar dem OSC. Wir werden sehen, wie sich das jetzt entwickeln wird. Man muss sagen, ja, Eisbären ist natürlich ein großer Name in Berlin. Und wenn das dazu beiträgt, dass mehr Zuschauer kommen, wäre das natürlich optimal für uns. Wir haben nach 2009 wieder eine Landesligamannschaft aufgebaut, die dann ab der kommenden Saison im Spielbetrieb sein wird. Floorball für Leute oder Kinder, wie auch immer, die nicht auf dem Eis laufen können. Ein Kita-Projekt, um ganz kleinen Kindern die Möglichkeit zu geben, sich erstmal sportlich zu bewegen und dann vielleicht auch darüber dann zum Eishockey zu kommen, also aufs Eis zu gehen, um Schlittschuh zu laufen zu lernen. Und als letztes noch die Fördermitgliedschaft. Da freuen wir uns eigentlich auch, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass viele Fans und sportbegeisterte Eisbären-Anhänger, die sind eigentlich auch bestrebt, Mitglied des Vereins zu sein, also ein Teil dieser Eisbären-Organisation. Und das haben wir jetzt ins Leben gerufen, dass wir wirklich auch Mitglieder generieren können, die einfach Eisbären-Teil sind. Wir können ja uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir mit der GASAG, unserem Hauptsponsor, so einen zuverlässigen Partner haben, der uns in jeder Beziehung eigentlich unterstützt. Ich denke jetzt nur an das Kita-Projekt zum Beispiel. Die Frauen-Bundesliga-Mannschaft, die unterstützen sie auch. Und das muss man wirklich auch mal erwähnen. Also es ist jetzt nicht von ungefähr, dass man sagt, die GASAG und die Eisbären, die gehören einfach zusammen, weil es ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und sie unterstützen uns in jeder Beziehung. Beim Floorball auch noch. Also muss man schon sagen, Hut ab.